Wir hatten Halloween, den habe ich halt geschenkt bekommen. So, Halloween ist halt vorbei, wir haben heute schon den 9.11. So, am 9.11. mache ich dieses Video, weil ich gerade was Nettes hatte. Ja, unheimlich nett. So, die Mama war am Arbeiten und der kleine Junge wusste nicht, was mache ich. Ist langweilig. Aber hier in diesem Gemäuer ist ja nichts langweilig. Warum ist hier nichts langweilig? Weil hier Star Wars ist und Marvel und so weiter und solche Figuren und. So, lange Rede, kurzer Sinn. Weil heute 9.11. ist, hatte ich mir gedacht, am 9.12. ist schon Nikolaus vorbei, bla bla bla. Und ich weiß nicht, ob die Mutter mit Kind hier nochmal reinkommt. Also habe ich ihm da was geschenkt. Ja, so ein Piratenkopf mit vielen Klamütkes drin, damit das Kind was hat. Ja. Was ich so super finde, ist, wenn man einem Kind was schenkt, zwischen 5 und 6 Jahre, was an sich Ware ist, was verkauft werden soll, und sagt, okay, mach. Das ist genauso hier mit den Tassen hier. Diese Tasse hier bei Amazon habe ich mal gesehen für 49,95 €. Sag ich, um Gottes Willen, diese Tasse bekommen sie bei mir hier für 4,90 €. Ne? So, 4,90 €, da wurde das auch gekauft. So, aber 49,95 € nehme ich nicht dafür. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Kind hat also, wie gesagt, ein Geschenk bekommen von einem Warenwert von 25 €. Ich habe das also abgeschrieben und dem Kind wegen Weihnachten, komm, ist okay, war so ein Lego-Dings da. Und so, kannst du mit Lego einarbeiten, ist nicht Lego, die heißen Lepin, ist eine andere Firma. Aber wie gesagt, kann man machen. So. Da hat er das halt bekommen. Und dann geht's los. Ja, ich hätte aber gerne den Darth Vader. Den großen Darth Vader von Sideshow. So, ja, nur der kostet 900 € mit allem drum und dran. Ne, von Sideshow, der ganz große da. Ne. Ja, aber der gefällt mir besser. Ja, das glaube ich dir. Aber noch einmal, der kostet 900 und du hast gerade schon von mir ein Geschenk bekommen. An sich muss ich niemandem was beschenken von 25 €. Sag ich, regulär, siehst du ja den Preis 25 €, ich schreibe das jetzt ab, ich schenke dir das jetzt, weil Weihnachten ist. Ich möchte einfach mal, weil die Mama macht so viel hier, dann möchte ich dir das halt auch gönnen. Das ist eine Geschäftsfrau, die hat da ihre Plakate gemacht, weil sie ja ihre Sachen da verkaufen möchte. Sie ist für Kosmetik zuständig. So, sie hat also ihre kosmetischen Sachen da gemacht, A3 und so weiter, in Riesenfarbe, musste bei mir natürlich auch bezahlen, somit plus minus null. Ja, die musste 25 € bezahlen. Somit war das irgendwie, ne, ist okay. Hin und wieder kann man sowas machen. Ja, die Steuer muss man auch bezahlen, bla bla. Nur hierfür nicht, den habe ich wie gesagt geschenkt bekommen. Ich finde das manchmal lustig, wenn die hier so reinkommen und mir hier irgendwo solche lustigen Sachen da schenken. Ne? Ja. Okay. Also wie gesagt, worauf möchte ich hinaus? Heutzutage ist die Jugend zwischen 4 und 6 ein bisschen komisch unterwegs. Zumal auch kein Dankeschön. Die Mama hat auch nicht gesagt, man sagt dem Onkel da mal Dankeschön. Nö, auch nicht. Aber egal, worauf will ich hinaus? In der heutigen Zeit, wer Gesten macht, freundliche Gesten macht, ist schon klar, dass die Welt für Rot irgendwie komischer wird. Wir schreiben das Jahr 2020 und ich verweise jetzt auf das Jahr 1920. Wenn das genauso wird wie 1930 und 2030, meine lieben Freunde, dann bemalt ihr das hier im Jahre 2045 nicht. Dann seid ihr froh, dass ihr das habt und euch eine Kürbissuppe machen könnt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich weiß nicht, ob die Kinder dann noch so freudig sind, weil sie dann kein Smartphone mehr haben. Dann haben sie dieses Lepin oder dieses Lego. Und dann freuen sie sich vielleicht, wenn sie damit spielen können, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde es super toll. Also ich bekomme das geschenkt und sage, Dankeschön, wirklich. Ich habe mich richtig gefreut, deswegen halte ich das ja auch hoch, weil ich mich auf diesem Wege bedanken möchte, dass ich das geschenkt bekommen habe. Da war ein älterer Herr, um die 80. Ja, Halloween, ne, das schenke ich dir. Ne? Finde ich super, macht er jedes Jahr. Und dann bringt er mir auch die Broschüre mit vom Weihnachtsmarkt. Ich finde das super toll. So, aber wenn man einem Jugendlichen heutzutage zwischen 4 und 6, oder 4 und 10, was schenkt, kommt irgendwie richtig was Tolles raus. Letztes Jahr, einmal im Jahr zu Weihnachten mache ich sowas.
Und deswegen habe ich es eingestellt. Ja, ich habe einige Sachen besorgt, wollte den Kindern was schenken. Die schmeißen wieder volle Füße, weil die wollen das Teure haben. Die wollen das da haben, ja, was richtig Geld kostet. Am liebsten abreißen, mitnehmen. Ja. Worauf möchte ich hinaus? Die Welt verroht weiterhin. Also noch einmal, wenn ihr wirklich 1930 haben wollt, im Jahre 2030, dann macht wirklich so weiter. Ja, macht so weiter. Und dann im Jahre 2045 habt ihr dann genau dasselbe Theater nach diesem sogenannten Flächenbrand, der ausgebrochen 1930 bis 1945. Wenn ihr das wirklich haben wollt, macht so weiter. Dann braucht ihr kein Smartphone mehr, keine technischen Lösungen mehr und so weiter und so fort. Dann verschenkt ihr auch so einen Kürbis nicht, weder zu Halloween, weder noch. Ihr seid froh, dass ihr den habt, um daraus eine Suppe zu machen. Wenn ihr versteht, was ich meine, also erzieht eure Kinder mal ein bisschen besser, dass sie nicht so habgierig werden, etwas haben zu wollen, was man sich nicht leisten kann. Man sollte froh sein, dass man sowas geschenkt bekommt. Ich bin froh, dass ich es geschenkt bekommen habe, weil es eine wunderschöne Geste war. Ja? Als Geschäftsmann bekommt man in der heutigen Zeit nämlich kaum noch was geschenkt. Heutzutage will man vom Geschäftsmann immer alles haben. Denn der ist ja so unheimlich reich. Nein, wir kleinen Geschäftsleute, ob nun MD, GBR oder UG oder wir als GmbH, wir sind nicht so reich, glaubst du uns. Wir sind halt nicht so reich. Auch UG nicht, M, also mit beschränkter Haftung und so weiter. Diese sind halt nicht so reich. Sie freuen sich, am Leben zu sein, sie freuen sich, Handel zu treiben und sie freuen sich, den Kunden einen schönen Tag zu wünschen. Und ich freue mich, euch, dem Zuschauer, einen super schönen Tag zu wünschen, einen super schönen November zu wünschen, einen wunderschönen Dezember zu wünschen und ein wunderschönes Neujahr. Hurra!